Hey Leute, ich habe gerade mega scheiß Laune. Ich weiß, das merkt man nicht. Aber ich muss das jetzt einfach mal auslassen und vielleicht kennen das einige von euch. Nämlich regt mich das gerade so richtig auf. Aber erstmal zum Thema. Ich habe eine Cousine, die ist mega rassistisch. Also wirklich. Sie regt mich einfach auf. Ich bin jetzt 21 und sie ist 40. Und sie hat zu mir gesagt, als ich 20 wurde, und da haben wir schon alle drüber geredet, halt Flüchtlingskrise und so, hat sie zu mir gesagt, als ich so alt war wie du, dachte ich auch noch, Ausländer wären normale Menschen. Ich dachte mir, WTF? Natürlich habe ich dann angefangen zu diskutieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne diskutiere. Und ich habe gesagt, ey, spinnst du? Bist du bescheuert? Meine beste Freundin ist eine Türkin. Alles. Und sie haut so eine Scheiße raus an meinem Geburtstag. Und das Beste kommt ja noch. Meine Eltern meinen deswegen, ich werde ja immer Streit anfangen, ne? Weil ich mit ihr dann diskutiert habe. Und ich habe meinen Eltern gesagt, Mama, die ist rassistisch. Guck dir mal an, was die auf Facebook für Bilder postet. Da hat sie so Bilder von Uniformen, von Weltkrieg und Jungoffiziere von morgen und so eine ganze Scheiß, also die ganze Weltkriegspropaganda postet sie auf Facebook. Und ja, meine Mutter glaubt mir bis heute nicht, dass die rassistisch ist, beziehungsweise sagt so, ja, kann doch jeder machen, was er will. Nee, stimmt nicht, denn wenn ich mache, was ich will, dann darf ich es nicht. Also, es ist ein bisschen schwer zu erklären, meine Familie ist halt nicht komplett rassistisch, das will ich jetzt nicht sagen. Aber meine Familie ist ziemlich Anti-Flüchtlinge, also richtig radikal Anti-Flüchtlinge. Alle rausgrenzen, dicht. Sie zünden keine Heime an. Das liegt aber vielleicht daran, dass keins in der Nähe ist. Auf jeden Fall bin ich so die Einzige aus der Familie, die komplett anders denkt. Ich bin die Einzige, die politisch komplett anders orientiert ist als der Rest meiner Familie. Meine ganze Familie wählt so SPD oder höchstens mal CDU, mal was anderes. Und ich bin halt komplett gegenteilig davon. Ich wähle halt, das wisst ihr gerne, ne? Ich sag jetzt nicht, was ich wähle, weil ich auch keinen beeinflussen möchte, aber ich wähle halt was komplett anderes, ne? Und ich bin halt die Einzige in der Familie, die andere politische Interessen verfolgt und die andere politische Ansätze hat. Dann sage ich zum Beispiel sind für mich die Flüchtlinge nicht Problem, sondern die Flüchtlingspolitik. Daran sollte man was ändern und nicht den Menschen was zumuten. Das verstehen aber meine Eltern nicht. Und schon gar nicht diese Cousine. Und von daher fühle ich mich manchmal ein bisschen so David gegen Goliath mäßig. Und versuche natürlich, gerade weil unsere Familie sehr, sehr oft über Politik redet. Also meine Familie ist halt wirklich eine von den Familien, die eigentlich immer, wenn sie zusammenkommen, Politik ist das aktuelle Thema und jeder spricht drüber. Und alle sind sich auch einig, Flüchtlinge sind scheiße, Grenzen müssen zu, die Merkel hat sie doch nicht mehr alle. Und dann sitzt da so die kleine Dani. Die sitzt da so am Tisch und sagt so, ja nee, so ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich können ja die Flüchtlinge da gar nichts dafür, sind ja Menschen wie du und ich. Und dann bricht der Streit aus. Denn ich bin die Böse in der Familie. Denn ich bin pro Flüchtling. Und das regt mich jedes Mal so auf und dann meinen meine Eltern ernsthaft, ich würde Streit anfangen. Ich würde jedes Mal, wenn die Familie zusammenkommt, Streit anfangen. Ja, tut mir ja leid. Wir können ja zusammen alle am Weihnachten Flüchtlingsheim anzünden gehen, wenn es euch dann besser gefällt. Nee, das ist halt so eine Sache, die mich gerade so mega aufregt. Ich weiß nicht, ob ihr es in euren Familien kennt, dass ihr irgendwie so ein Thema habt, wo ihr nur drüber streiten könnt. Jedes Mal, wenn ihr mit euren Eltern drüber redet, dass ihr nur drüber streiten könnt. Aber meine Eltern kapieren es doch nicht. Meine Eltern so, ja, du musst unsere Meinung akzeptieren. Ich so, ja, Mama, dann akzeptiere meine Meinung doch auch. Nee, du bist das Kind. Ich bin 21. Ja, klar bin ich euer Kind. Aber heißt das, ich habe keine Ahnung von Politik oder was? Das regt mich so derbe auf. Und diese Cousine, ne? Ich habe mich mal mit der so richtig hardcore gestritten. Wie gesagt, sie ist so 40, über 40. Ich bin so 21, da war ich 20, ne? Und die stand auf. Und wollte mich schlagen. Die wollte mich schlagen, weil ich gesagt habe, dass Türken auch nur Menschen sind, meine beste Freundin in Türkei ist und ich sie rassistisch finde. Wollte die mich schlagen. Die stand über mir mit erhobenen Fäusten. Und meine Mutter so, ja, nee, lass mal die, also ich bin die, ne? Ist es ja gar nicht wert. Ich dachte mir so, hallo, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Die wollte mich schlagen und ich bin derjenige, der Streit anfängt, denn meine Mutter, also meine eigene Mutter, ich hatte dann noch zu Hause gewohnt, hat dann gesagt, ich soll jetzt mal in mein Zimmer gehen. Ich war 20, weil ich nur Streit anfangen würde. Boah, das regt mich so dermaßen auf. Das ist momentan wieder der Fall. Mein Vater hat jetzt feiert seinen Geburtstag. Mein Vater so zu mir so, ja, du darfst nur kommen, wenn du nicht wieder Streit anfängst.
Ich fange keinen Streit an. Ihr redet über Politik, ich diskutiere ganz normal und sage halt meine Interessen und ich fange Streit an, weil ich nicht interessenkonform mit ihnen bin. BTF! Was soll das bitte? Dann müsst ihr gar nicht über Politik reden. Dann kann einer sagen, Flüchtlinge sind scheiße. Also, jo! Jo! Ja, so bin ich nicht. Halt, Moment mal, tut mir leid. Tut mir ernsthaft leid. Ich muss mich bei meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich nicht gegen Flüchtlinge hetze. Was ist das für eine Scheiße? Ich will jetzt echt nicht sagen, dass meine Eltern rassistisch sind. Also wir haben auch Freunde, Familienfreunde, die Türken sind. Wir haben Familienfreunde, die Afrikaner sind. Wir haben Familienfreunde, wir haben eigentlich gar nicht so viele Familienfreunde. Aber wir haben auch Familienfreunde, die deutsch sind. Ist egal. Wir haben alles so. Aber diese eine Sache bringt die ganze Familie dazu, auf mich loszugehen. Und ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, ich sage ja nicht so, boah, ihr seid alle scheiß Rassisten, ne? Ich ficke euer Leben, ne? Ihr seid alle scheiße, ne? Ich zeig euch an. Das sage ich ja nicht. Ich sage nur so, ja, ich finde, die Flüchtlinge haben da jetzt aber nicht so viel Schuld, ne? Das ist eher die Flüchtlingspolitik. Und dann, ja. Dann also, ja, scheiß Merkel. Bam. Ist einfach so. Und ich dann so, ja, naja, die kann ja auch nicht so viel dafür. Doch. Ja, aber die hat ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Also man sollte das ganze System überarbeiten. Nein! Das ist immer so. Diese ganze Diskussion. Und dann heißt es immer so, ja, Dani, fang keinen Streit an. WTF! Ich fass es einfach nicht. Ey, ich fass es einfach nicht. Kennt ihr das? Kennt ihr das in eurer Familie auch? Dass es irgendwie so ein Thema gibt, oder sei es Politik oder irgendwas anderes, wo eure Eltern einfach nichts verstehen? Ihr wollt es denen ganz normal erklären, ihr seid leise und eure Eltern schreien die ganze Zeit das Wort ab. Dann werdet ihr ein bisschen lauter und eure Eltern so, ja, schrei nicht so. Wer schreit, hat nicht recht. Lass mich doch ausreden. Oder ihr wollt dann reden und eure Eltern so, ja, fallen mir nicht ins Wort. Ja, ich hab doch geredet, nicht ihr. Und dann heißt es immer so, ja, du bist das Kind. Oder damals hieß es so, ja, du bist erst 15. Du bist erst 16. Du bist erst 17. Irgendwann, was heißt, du bist erst 94. Ich bin 137. Du musst hören, was ich dir sage. Ich verstehe das alles nicht, ehrlich gesagt. Ich will das auch irgendwie nicht verstehen. Ich meine, man ist doch nicht weniger gut informiert oder weniger intelligent oder sonst was, nur weil man jünger ist. Klar habt ihr mehr Lebenserfahrung. Wow, super, du hast es geschafft, über 40 zu werden. Tolle Leistung. Yeah. Ja, was soll ich denn sagen? Meine Güte. Ich werde auch von selbst noch älter, da kann ich jetzt nichts beeinflussen. Das hat doch aber nichts damit zu tun, wie ich mich informiere oder wie ich denke. Da meint diese Cousine noch ganz ernsthaft zu mir, das ist nur eine Phase von mir. Es wäre ja nur eine Phase, dass ich so denke. Und wenn ich älter werde, sehe ich ein, dass Flüchtlinge und Ausländer Deutschland kaputt machen. Was für eine Scheiße! Ganz ehrlich, zeig mir mal ein Land, wo Auswanderung bzw. Einwanderung das Problem ist. Ich finde es gerade gut, dass so viele Kulturen gemischt sind. Ich finde das prima. Wenn ich jeden Tag jetzt Sauerkraut und Schweinshaxe essen müsste, dann würde ich durchdrehen. Ich sterbe ohne meine Pizza. Ich liebe diese Einflüsse. Das sind dann genau diese Menschen, die so gegen Ausländer, vor allem gegen Türken hetzen, die sich jeden Freitagnachmittag einen Döner holen. Ich verstehe es einfach nicht. Boah, ich muss das jetzt einfach mal loswerden, ne? Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt, denn es regt mich so unfassbar auf. Oh, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.